Ja, wir wollen ja auch lösungsorientiert sein bei den Wiener Friedensmahnwachen und nicht nur Ranzen. Und jetzt habe ich den Michi Rosa neben mir sitzen. Den kenne ich schon aus dem letzten Jahr noch von den Wiener Friedensmahnwachen. Und da hast du ein Projekt gemacht, das lief unter dem, oder war das schon Garten Unser? Ja, also Garten Unser ist es seit Anfang an und letztes Jahr, wie du sagst, haben wir das begonnen eben umzusetzen und ja, also ich fange dann weiter vorne an, wie ich überhaupt darauf gekommen bin und so. Und was es ist auch, genau. Und was es ist, genau. Switcht Mikros. Hallo? Ja. Also Garten Unser, das ist ein Gemeinschaftsgartenprojekt in einem Wiener Gemeindebau. Wir sind dabei, in unserer Gemeindebauanlage eine ungenutzte Grünfläche und Asphaltfläche umzugestalten mittels Hochbeete, damit wir dort in der Gemeinschaft Obst und Gemüse anbauen können. So, passt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das macht ihr jetzt im 18. Bezirk, ne? Im 19. in Döbel ist das. Und wenn, ich habe ja schon über Facebook mitbekommen, wie ihr, du baust Hochbeete auf und so, und da werden ja Unmengen an Erde angeschafft. Ja. Wie viel Essen wird da angebaut? Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade erst bei der Umsetzung vom Projekt. Wir haben gerade mal unsere Hochbeete fertig, die Hochbeete mit Erde befüllt, also Erde sind 20 Tonnen, was wir jetzt für 10 Hochbeete gebraucht haben. Also eine ganz schöne Menge. Also sind nicht die 20 Tonnen nur für die Hochbeete raufgegangen. Also wir haben auch eine Gemeinschaftsfläche, wo Gemeinschaftsbeete sind und so. Da haben wir das überall angebracht. Und wie viel jetzt letztendlich rauskommt, kann ich noch nicht sagen, weil es gerade erst in der Umsetzung ist. Wir haben gerade die ersten Setzlinge eingepflanzt und wir haben wirklich alles eingepflanzt. Also es gibt Salat, Brokkoli, Kohl, verschiedenste Kräuter, Beeren, alle möglichen Beerenarten, was man sich vorstellen kann. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, was dabei rauskommt. Und ja, ich denke halt schon, also mein Ansatz, meine Motivation bei diesem Projekt mitzumachen, war halt schon auch der Wunsch, ein bisschen in Richtung Selbstversorgung autark zu gehen. Also nicht jetzt, dass man sich hundertprozentig selbst versorgen kann, aber dass man sich vielleicht zumindest ein bisschen was da spart. Ich meine, wenn man in die Supermärkte hineinschaut, man schaut sich das Obst und Gemüse an. Wir haben jetzt das Glück, bei uns in Österreich wird noch nicht so in der Regel Monsanto-Produkte verkauft und so. Aber es gibt doch auch Pestizide und diese ganzen Sachen, was bei uns auch verwendet werden. Wenn man dann eben auf biologische Produkte irgendwie zugreifen will, merkt man doch, dass die um einiges teurer sind. Obwohl man jetzt durch den Bio-Schwindel auch mittlerweile weiß, dass das nicht immer alles Bio ist, wo Bio drinnen steht. Du kennst dich ja auch, du bist ja sowas, du kennst dich ja sehr gut aus, was Monsanto macht und ist. Ja. Magst du da vielleicht ein kurzes Statement dazu abgeben? Ja, also ganz so sehr habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe da vor 2 Jahren mal einen Artikel geschrieben über Monsanto. Ich habe den auch damals auf einer Friedensmahnwache vor dem Parlament vorgetragen. Also jeder, der sich dafür interessiert, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber ihr könnt es gerne nachschauen bei Handeln statt Wegsehen. Das ist ein Blog von mir. Unter Die Geschichte wiederholt sich, willst du wirklich zusehen. Wir veröffentlichen dort ständig Artikel, die quasi in den Mainstream-Medien untergehen. Also Monsanto ist da auf jeden Fall ein Thema. Und das ist halt so, dass Monsanto einfach ein riesengroßer Konzern ist, der mittels Saatgut und Pestizide einfach die Bauern von sich abhängig macht. Also er verbreitet genmanipuliertes Saatgut. Dieses Saatgut wächst dann halt nur in Kombination mit den Pestiziden von Monsanto. Und dieses Saatgut kann man auch nicht vermehren. Das heißt, das erntet man einmal und dann muss man das Saatgut wieder nachkaufen. Es ist von Monsanto nicht gestattet, dieses Saatgut irgendwie auszutauschen oder so. Also das wird alles strafrechtlich verfolgt. Und daran gehen die Bauern eigentlich zugrunde. Rockefeller hat ja gesagt, man braucht nur übers Essen, die Medien und das Geldsystem. Wenn man das kontrolliert, dann kontrolliert man die Menschheit. Ja. Und Monsanto bereitet den Weg ja gut vor in dieser Richtung. Ne?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass es ja auch unter Politikern vernünftige Menschen gibt. Ja. Dir hat man keine Steine in den Weg gelegt, ne, für dein Projekt. Das läuft ja eigentlich ganz gut, oder? Also es läuft wirklich super. Ich habe jetzt auch letzte Woche erst ein Interview dem Standard gegeben, Öko-Standard. Und die waren halt auch so gleich in diese Richtung. Ja, im 19. Bezirk ist das ja gar nicht möglich, so ein Gemeinschaftsgartenprojekt. Und das ist ja wohl schwierig hin und her. Da wird halt dann erklärt am Telefon, es war ein Telefoninterview. Also es ist schon ein sehr langwieriger Weg gewesen. Also es sind wirklich ein paar bürokratische Hürden zu überwinden, um so ein Projekt vollziehen zu können, umsetzen zu können. Wir sind auch das erste Projekt im 19. Bezirk in einem Gemeinschaftsbau. Und es ist halt so, ich habe dieser Dame auch erklärt, wie gesagt, das ist ein langwieriger bürokratischer Weg. Wir mussten einen Verein gründen, wir mussten dort anfragen. Aber ich war der Jüngste in unserem Verein. Mit 25 Jahren habe ich das damals begonnen. Ich habe mir die Aufgabe des Vereinsobmanns zugemutet und bin mit dem Projekt eigentlich gewachsen. Und ich sage, ich habe absolut gar keine Erfahrung, weder hinsichtlich Vereinsgeschichten gehabt oder Gartengeschichten oder irgendwas in diese Richtung, und habe es auch geschafft. Also wirklich, es ist machbar. Also jeder, Dankeschön. Dankeschön. Also wirklich, jeder, der sich das vornimmt, so irgendwie umsetzen zu wollen, ich bin sehr zuversichtlich, dass man das auch umsetzen kann. Wie kommt es im Gemeindebau selber an? Wohnst du da in dem Gemeindebau auch? Und wie reagieren die Leute darauf? Also ich bin ganz neu dorthin gezogen, gerade wie dieses Projekt gestartet ist. Und durch eine Umfrage damals, eben so eine demokratische Abstimmung, wo man alle Nachbarn gefragt haben, ob sie damit einverstanden sind, wo das Ziel war, 50% plus eine Unterschrift zu bekommen, weil das die demokratische Mehrheit für das Projekt wäre. Da bin ich drauf gekommen, also ich wurde gefragt, was ich davon halte, und habe mich dann natürlich gleich involviert. Ich bin sehr begeistert davon, möchte da mitwirken und so. Und die Resonanz dem Projekt gegenüber in unserer Gemeinschaft, in unserer Nachbarschaft ist an und für sich sehr gut. Es gab natürlich Gegner am Anfang des Projekts, das war eine kleine Gruppe von 4 bis 5 Personen. Und das war halt eine ganz komische Geschichte, eigentlich nur ein Missverständnis, so wie das ist, halt Gerüchteküche. Es hat geheißen, dieses Projekt wird umgesetzt. Wir wollten das auf einer Fläche machen, wo seit 10 Jahren eine alte Asphaltfläche war, die ungenutzt war. Da war zuerst mal ein Fußballkäfig, war aber 10 Jahre nicht mehr genutzt. Wir haben gesagt, auf dieser Fläche möchten wir unsere Hochbeete richten. Und gerade wie wir die Anfrage bei der Gemeinde bezüglich des Nutzungsvertrages abgegeben hatten, ist die Gemeinde auf einmal draufgekommen, dass dort eine Stolpergefahr besteht, und die haben die Asphaltfläche abgerissen und eine wassergebundene Schotterfläche dort gemacht. Jetzt haben natürlich die ganzen Mieter und Nachbarn gedacht, das ist unsere Schuld vom Garten, weil wir das Projekt dort machen wollen. Und diese Abtragung der Asphaltfläche, das ist natürlich eine Erhöhung der Betriebskosten gewesen. Wir hatten dann eine Mieterversammlung. Ich habe dort eben alles erklärt, dass das nicht auf nicht unsere Schuld ist, dass wir die Asphaltfläche genauso gut gebraucht hätten. Und mittlerweile von der Hälfte von diesen Leuten, die sich damals sehr stark aufgeregt haben und so, bekommen wir mittlerweile Blumen, und Gartenschlauch haben wir von ihnen bekommen. Also es sind wirklich alle dafür. Also zurzeit ist niemand dagegen. Dankeschön. Ja, das Schöne ist ja auch, dass ihr macht euch euer Essen selber und kommt auch irgendwie zusammen, ne? als Leute. Ja, also das ist etwas, was ich auch sehr an diesem Projekt schätze, weil ich habe das halt so erlebt, ich lebe mein ganzes Leben schon immer in Gemeindebauten, und in unserer Gesellschaft ist das leider so, in unserer Konsumgesellschaft, also es geht hauptsächlich ums Arbeiten und ums Konsumieren. Wir gehen arbeiten 8 bis 12 Stunden am Tag, dann gehen wir nach Hause in unsere kleinen Zellen, sperren uns ein, setzen uns vom Fernseher, schalten ab, lassen uns berieseln und isolieren uns. Man geht auf der Straße, man grüßt sich nicht mehr gegenseitig, und irgendwie, das kannte ich nicht. Und jetzt durch dieses Gartenprojekt, so, man ist wirklich wieder Nachbar. Man geht zu seinem Nachbar, wenn man keine Milch mehr hat, man holt sich die, man beugt sich die aus, man grüßt sich auf der Straße, man weiß, wie der Nachbar mit Vornamen heißt, und das ist etwas, was ich absolut schätze. Und das ist auch jedes Mal, wenn ich in den Garten komme, wir sind 10 Leute, also eine Gruppe von 10 Personen, immer wenn ich in den Garten komme, also es entsteht immer wieder was Neues. Wenn ich mal 2, 3 Tage keine Zeit habe zum Gießen, weil ich sehr beschäftigt bin oder so,
dann weiß ich ganz genau, dass mir diese Arbeit jemand abnimmt und dass jemand auf das Beet schaut, dass das gut bewässert ist. Und das ist einfach diese Gemeinschaft und das schätze ich wirklich sehr. Super. Und was macht ihr dann mit dem Essen? Selber essen oder verschenken? Ja, also wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, wie viel dabei rauskommt. Also die ersten Ernten werden wir natürlich selbst naschen, ist schon klar. Aber jetzt habe ich gesehen, jetzt kommen zum Beispiel die ersten Himbeeren und ich denke halt, dass dieses Projekt auch einen sehr starken pädagogischen Hintergrund hat. Weil ich habe es jetzt schon gemerkt, oh, es kommen ziemlich oft Nachbarn mit Kindern und die Kinder, die wollen dann gar nicht mehr aus dem Garten rausgehen. Also wirklich, das ist so faszinierend, schauen sich alles ganz genau an und das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, dass die Menschen und vor allem die Kinder wieder einen Bezug zu den Lebensmitteln bekommen. Was essen wir da eigentlich? Wo kommt das her? Wie entsteht das? Was passiert damit so? Was verwertet mein Körper überhaupt davon? Und also das ist auch wirklich ein wundervoller Aspekt eben mit den Kindern, mit diesem pädagogischen Hintergrund. Und ja, also ich denke, wenn es wirklich größere Ernten gibt, wir haben jetzt im Ende Juni unser Eröffnungsfest. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich vielleicht doch Angst vor einem zu großen Ansturm habe. aber wir werden dann im Herbst wahrscheinlich wieder ein kleines Gartenfest machen, wenn die Ernte dann schon besser ist, weil wir haben ziemlich viele Kürbisse gepflanzt, wird es Kürbiscremesuppen geben und die werden wir dann natürlich bei den Festlichkeiten ausgeben. Hast du Angst, dass dich die Meute hier überrennt? Oder? Wir können es ja so machen, du kannst es ja so für uns hier sagen, wann dieses Fest ist und so, und wir schneiden es dann raus. Ja? Ja, sehr gerne, bin ich einverstanden. Also das Fest ist am 20.06. Jetzt so um 12 Uhr beginnen wir mit dem Aufbau und ihr seid natürlich alle herzlichst eingeladen. Alle, die hier sind. Super, Michi. Danke dir. Großer Applaus.